Hallöchen, YouTube. Wir sind hier wieder bei Let's Play MechRunner. Wir können nicht zurück, wie es aussieht. Aber wir können nach vorne. Das machen wir jetzt auch einfach. Wir gehen hier nämlich hin. Hallo? Oh ja. Denn wir fahren diesmal nach unten. Can anyone hear me? Anyone? Hey, Cassandra! Dax, where are you? I don't have a clue. Can you get to Xander and find out if he's fixed this place? And ask him how we get out while you're at it. I'll try. Be careful, Dax. Mir kommt das irgendwie so bekannt vor, als ob wir das schon mal gemacht hätten, genau das jetzt hier. Aber beim letzten Mal ging es nach oben, ne? Ja. Sollte doch. wenn nicht, dann tut's mir leid. Und ich merke es ja wahrscheinlich dann gleich auch in der Kammer jetzt. Die scheint neu zu sein, ja. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ist das? Du bist ein Wurfobjekt. Mal, wie geht das hier so? Oder so, genau. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich jetzt aufgenommen habe. Man merkt's vielleicht. Denn, ne? Ich habe jetzt dann auch mal den... Ich habe zwar einen ganz guten Vorrat aufgenommen, aber der hält natürlich auch nicht für ewig. So. Wir möchten gerne, dass du hier, also du hier und du hier euch abstößt. So gegenseitig und so. Aber nicht ganz so stark. Nicht ganz so stark. Ah, warte mal. Achso, ich kann ja irgendwie dumm bisschen nach. Also dann bin ich genau in der Mitte hier. Dann machen wir das noch ganz kurz. Jawohl. So, dann können wir den eigentlich auch gleich daran hängen. Ja, dann machen wir diesen hier kurz aus. Mal so. Zack, zack. Autsch. Hui. Das war, glaube ich, nicht so richtig. Aber ich habe es zumindest nach oben geschafft und weiß jetzt, dass das nicht der Lösungsweg ist. Ja. Gut, also hier haben wir den Würfel natürlich. Ist klar. Also hier drüben haben wir auch eine Plattform, fällt mir gerade mal auf. Mit der wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Nun ja. Okay. Hui. Ach, das ist ein Explosiv. Ach, jetzt kapiere ich das. Ach, ja. Nö. Dann... Ich hab das irgendwie nicht so ganz gerafft jetzt gerade mal. Das macht ja nichts, ne? Okay. Dann machen wir hier wieder dasselbe Spiel. So. Oder soll ich vielleicht damit was anderes machen, als mich hoch zu katapultieren? Könnte natürlich auch sein. Muss ich hier irgendwas zerstören? Warte. Warte. Hier unten haben wir nichts zu zerstören. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber hier oben soll ich vielleicht wirklich den hier zerstören? Muss ich nicht dahin? Warte mal, wo hier ist... Ist wirklich das? Dann machen wir das jetzt mal so. Wird nicht ohne Grund hier unten sein. Ach so. Ja, warte mal, dann hier. Übrigens, das wollen wir auch mal anschalten, weil das ist ganz praktisch. Vor allem jetzt, wo es gut sichtbar ist. Dann diese... Genau, ja. Ach so, jetzt. Uiuiuiuiui. Ich glaube, das ist kaputt. Ist kaputt? Ich glaube, das ist kaputt, ja. Ich glaube, das ist kaputt. Habe ich schon erwähnt, dass ich glaube, dass es kaputt ist.
So, was machen wir jetzt hier? Gehen wir mal hier rüber, würde ich sagen. Den können wir natürlich auch nichts mehr machen, gell? Gell? Ist ja auch schon, habe ich mir fast gedacht. So, dann hier noch einen zweiten Würfel haben wir. Beziehungsweise Überbleibsel des ersten, vielleicht? Kann es sein? Nee, doch nicht, oder? Nee, glaube nicht. Nö, das war nur mein Fehler. Mal wenn ich, mal den hier so. Zack. Passiert genau gar nichts. Weil, so. Auch nicht. Nee. Hier unten dran kann ich ja nicht. Wollen wir den so hier? Nee, doch nicht. Vielleicht noch was anderes. Mal sehen. Hier so nach oben, das geht ja nicht, ne? Also hier nach oben werfen und dann schießen, weil dann hat das irgendwie keine Auswirkung. So springen kann ja mit dem nicht, genau. Ja, nee, keine. Wir machen das schon eben. Wir machen das. So soll es allerdings gehen. Nicht darüber zu katapultieren. Oh. Oder auch nicht. Wir machen das vielleicht nochmal andersrum hier. Dann ist ja hier alles eine Trial and Error, ne? Meine Daumen und auch die anderen Finger. Also der Daumen ist ja eigentlich kein Finger, aber die Finger und der Daumen, die leuchten doch irgendwie. Ja, nee, es ist nicht so ganz hier. Habe ich so das Gefühl, das ist nicht so ganz richtig. Ne, hier unten gibt es ja nichts mehr. Das ist ja langweilig hier unten. Auch Müll kann ein bisschen interessanter sein. So. Also da müssen sich die Leute da oben schon irgendwas Besseres überlegen, mich da zu beeindrucken. Geht ja so mal gar nicht. Achso. Das hätten ihr für putzige Dinger. neue Aufnahmesession, neue, überhaupt nicht zur Stimmung beitragende Stimme. Stimmlage. Was machen wir hier? So. Ach so, dazu ist es da. Na, dann ist das jetzt gerade nicht so sinnvoll. Bis vielleicht sogar sinnlos. Weil eben... Was machen wir da jetzt? Wo muss ich überhaupt hin? Ich sehe hier keine... Ich muss ja nicht da hoch, oder? Da ist ja blockiert. Ja, wirklich nur dieses Gitter, das wir da durchbrechen haben müssen. Das sollen. Ich stecke gerade übrigens fest. Ah, nee, hier nicht mehr. Okay. Da bewegt es sich. Da bewegen wir uns dann wieder, wenn wir hier so schießen, ne? Dann, können wir uns freischießen, quasi. Ja, fast wie ein Shooter hier. Ja, nee, es ist, Secrets gibt's hier keine, nehme ich mal an. Nee. Okay. Bin wahrscheinlich gerade schon wieder grundlos verwirrt, aber bin dennoch verwirrt. Verwirrt. Muss ich da vielleicht nach oben? Ich glaube, ich muss da nach oben. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Ja. Wie mache ich das? Schauen wir uns das mal jetzt hier so an. Zack. Okay. So, also geht das schon mal überhaupt nicht. Vielleicht, warte mal, kann ich das eigentlich so hier?
irgendwie. Könnte ja so rein theoretisch zumindest funktionieren, irgendwie, auf eine Art und Weise. Mal sehen. Das wäre dann unser blaue Würfel. Das wäre dann unser Würfel, der blau ist. Man muss ja auch, wenn man hier in einer schlechten Lage steckt, muss man ja auch irgendwie ein bisschen Fröhlichkeit behalten, weil sonst ist es alles ein bisschen hier, ne, und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt der gedachte Weg wäre oder gewesen ist. Aber es hat funktioniert, wie man sieht. Und das ist schon mal kein schlechter Anfang. Muss ich jetzt ein bisschen Fahrstuhlmusik einspielen? Jo. Komm her. Du kommst mit, Würfel. Ja. Und wir müssen anscheinend wirklich darauf, ja. Sieht danach aus, das ist der einzige Ausweg hier. Gut, dann machen wir mal. Hallo? Nee. Jetzt bitte hier so rüber. Bin ein bisschen früh ausgestiegen hier. Das ist hier ausgeschaltet, fällt mir gerade mal auf. Nochmal, also hier, ne? Da oben ist nichts. Da oben auch nicht. Ja. Ladebildschirm. Ja. Achso, es geht schon. Action ist ja angesagt. Ich fahre natürlich wieder hier weiter. Ich fahre zum dritten Mal mit derselben, ne? Das ist ein Riss im Raumkontinuum. Gamaji, one of those things is on an elevator. They're using the elevator. The main elevators aren't functioning, Dax. You've got to see where this one leads. I'm trying to get you out through the quickest route. After the next room, things should get easier. I was hoping you'd say that. Also jetzt sollte es bald mal wieder so ein bisschen. Die sollten das ein bisschen unter Kontrolle bringen, finde ich. Es ist schön und gut, wenn es hier unbekannte Lebensformen sind. Allerdings möchte man doch hier irgendwie Sicherheit. Achso, ja, hier geht's rein. Wo fährst du hin? Hast du überhaupt einen Passagier hier an Bord oder? Eh nicht so richtig. Nee. Die fahren alle von selber, das ist ein bisschen gruselig. Weil in dieser Zukunft gab es ja noch keine Technik und so. Ja. Wie immer ist natürlich hinter uns zugesperrt, wo die Energie fehlt. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. It's like we were all led to this place, wherever it is. But why would Gruka's bird want us dead? Ich habe kein so ein gutes Gefühl hierbei. Hier nehme ich an, kommt man auch nicht raus. Oh je. Was ist hier los? Was soll ich hier machen? Another hidden room. What else are they hiding?
Achso, der Spiegel da oben. Ich dachte jetzt gerade mal, hier ging es noch weiter nach unten irgendwie. Ja. Zumindest fließt das Wasser hier ab, sonst hätte ich ein bisschen Problem gerade mal. Ja, wir fahren mal wieder nach oben, ne? Hier vielleicht noch was? Nee, hier nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob das beruhigend ist, aber... Tut sich hier was? Nö, okay. Also nur dieser eine Raum, den wir gerade entdeckt haben. Was machen wir hier? Was passiert hier? Ein gutes Gefühl dabei. Wirklich kein gutes Gefühl. Was ist hier? Achso. Hat gerade so schön gefunkelt. Ich bin ja ein Rabe. Ich brauche das alles immer. Funkeln und so schön halt, ne? Wieder ausschalten hier. So, ja. Und weiter. Laufen wir einfach mal hier rüber. Vielleicht passiert hier da irgendwas. Vielleicht haben wir ja Glück. Also dann haben wir so scharfe Adleraugen. Das hier. Kann ich ja auch nichts machen, ne? Praktisch gerade. Kann ich hier vielleicht irgendwas verwerten? Vielleicht kann ich mir eine Portalkanone bauen. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, aber es kann ja sein. Man weiß es nicht. Vielleicht liegt auch schon eine fertige rum. Man weiß nicht, welche Firmen da kooperieren und alles. Der gewisse böse hier Roboter. So, nicht böse, aber ne? So, nee, wie komme ich darauf jetzt? Das ist. Warte mal. Achso, falsche Richtung war es natürlich, ne? Genau, so war das. Gut, wir machen einfach mal hier blau. Oder rot. Geht auch natürlich. Dann machen wir hier blau. So, nur wie weiter? Achso, nee. Es könnte schon richtig gewesen sein. Ja, nein. Kann ich natürlich nichts damit machen. Oh, was mache ich jetzt? Und wie geht es hier weiter? So. Also wenn ich das hier mache, dann weiß ich auch nicht weiter. Weil wir können... Hier können wir hier vielleicht irgendwas aktivieren. Man weiß es nicht. Hier oben ist ja auch nichts, ne? Ja. Habe ich irgendwas verpasst hier? Das kann auch nicht alles gewesen sein, gerade mal. Wenn ich hier zurück würde, nee, ist versperrt. Das geht nicht so leicht. Beziehungsweise gar nicht. Wenn man es ein bisschen akkurater ausdrücken möchte. So, hier, bitte, danke. Und hier das Rot. Schönes Rot haben wir hier unten, ne? Ist gut so. Muss ich jetzt hier suchen gehen?
Ach so. Will ich auch eine Möglichkeit hier. Wir haben da jetzt mal rot, würde ich sagen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, welcher Würfel das denn jetzt ist, den wir hier, dessen Strahl wir hier entdeckt haben. Jo, bitte nach oben. Danke sehr. Jawoll, schön sowas. Wirklich schön. Wenn mal was hinhaut, ist es schon schön. Wir hätten jetzt gerne hier dieses. Danke sehr. Danke, danke, danke sehr. Jetzt funktioniert das auch mal wieder. So grundsätzlich mal. So, wir gehen jetzt einfach mal hier. Warte, hier so, danke. Nach oben. Denn wir haben hier Dinge. Ja. Das ist schön. Wir können hier können das Ganze mal runtergehen. Das fällt mir gerade mal auf. So. Ich dachte, wir müssten hier gerade mal kompliziert rumprobieren. Und so. Aber na gut, dann machen wir es halt auf die einfache Art und Weise. Muss ja nicht immer schwierig sein und so. Und kompliziert. Kann auch mal ganz, ne? Und so. Halt. Und ein bisschen näher noch und... Das war die falsche Richtung. Würfel. Würfel. Ach Gottchen. Mal bitte wieder nach oben. Würfel braucht Escort oder so. Habe ich gehört. Auch wieder hier. Ne, das wollen wir hier alles ordentlich machen. Von daher soll man auch ein bisschen aufräumen wieder. Nachdem man denn rumgewerkt hat. So, warum möchtest du jetzt hier nicht so was, Könnte man schön Verstecken spielen. So. Ach, jetzt geht's. Sehr schön zu wissen. Also, nehmen wir uns die mal wieder. Brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal oder so. Oder einmal. Wo geht's über, wieder lang? Ich habe irgendwie so ein bisschen ein Problem hier, mich zurechtzufinden. Beziehungsweise... Ne? Schlüssel wieder aus hier. So. Und nach oben bitte wieder, lieber Lift. Hat sich da gerade was bewegt oder ich werde ja schon wieder paranoid? So heißt schon wieder. Was heißt schon wieder? Ich weiß nicht. Hallo? Danke sehr. So. Ich habe so das Gefühl, wir müssen nach oben wieder. Oder? Nee. Doch. Ja, müssen wir. Warte mal, lass mich noch ganz kurz hier. Ja, schön. Danke sehr. Ach nee, warte mal. Wir müssen hier... Das finde ich gar nicht nett. So, hier machen wir einfach mal den hier. Weil wir so cool sind. Ach, schaut mal das mal aus hier. Ich hab
braucht nur Energie. Auf irgendeine Art und Weise. Weiß ich nicht. Ach komm. So. Bitte einmal. Ja. Können wir auch raufgehen hier. So, ich denke mal, das ist richtig. Von daher, ich bin mir so sicher, dass ich das jetzt wieder hier einfach, ne? So, nach oben. Auf, nach oben. Ja, danke. Speichern. Gamachi, there's a link between all the mag runners. Something in the past. What? After those things attacked me, I had a vision. All of the contestants fighting some thing. But it felt like it was a long time ago. People are dying, Gamachi. Kram is trying to kill the mag runners. It's got something to do with the vision. The cult your parents were part of. No, that can't be. That's impossible. What, Gamachi? Gamachi? Ja, was ist hier los? Nein, hier ist wieder zu. Hier ist nicht so cool. Hier ist eine Tür. Ein Tor. Ist hier lang, hier ist nach links. Hätte ja gedacht, hier geht's nach rechts. Gut. Wenn es ein Ratespiel wäre, dann hätte ich einen Punkt verloren. Oder so. Nach Regeln. Kann man hier was machen? Nee, auch nicht. Das ist schade. Gehen wir einfach mal weiter. Ist auch immer interessant, wie in manchen Räumen unser Hirn einfach mal kurz einfriert. Ja, ich würde aber mal sagen, dass es hier dann schon ganz gut passt. Für heute ist es genug. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Wenn wir diesem ganzen ungeheuerlichen Geschehnissen ein bisschen weiter auf die Spur gehen und immer näher kommen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.